war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hi. Ich weiß, ihr müsst lange warten auf das Video. Haben mich auch schon einige Leute angesprochen, so wäre schön, wenn mal wieder was von dir käme. Jetzt kommt mal wieder was. Ich habe zwar eigentlich keine Zeit dafür, aber jetzt nehme ich mir einfach mal die Zeit. Drauf hier schieße. Ja, wie ihr im Titel sehen könnt, soll es um den Congestus im Eigentlichen gehen. Den habe ich jetzt seit April. Und naja, ich werde es kurz halten, ganz einfach, weil Phil ja schon ein recht ausführliches Video dazu gemacht hat. Den Link werdet ihr wieder irgendwo umfinden, solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben. Der erklärt genau, was das ist, wo das ist und so weiter und so fort. Jetzt sage ich mal, wie ich den Congestus tagtäglich benutze. Und zwar im Super Long Mode. Mit zwei 26650er Akkus. Einmal zum Zeigen. Ja, das ist die CNC gefräste Variante. Da gehen die Gewinde richtig schön. So, und das ist der Akku. Ist ein Trustfire. Laut Aufschrift, da muss man bei Trustfire immer ein bisschen vorsichtig sein, 5000 mAh. Und jetzt dann halt der zweite drin. Ich muss sagen, ich war ja von den 18650ern ein bisschen enttäuscht, weil ich da am Tag bis zu 3 Stück gebraucht habe. Ja, mein Dampfkonsum so zu powern, sagen wir mal so, batterieseitig. Mit den Akkus schaffe ich es, gute 3 Tage auszukommen oder auch, um das Ganze mal in Relation zu setzen, weil wer 3 Tage nur 2-mal dampft, der kommt ja auch mit irgendwelchen Popels-Akkus aus. Das sind ungefähr 35 Milliliter Liquid, die da durchgehen, bevor ich merke, dass der Akku überhaupt irgendwie schwächelt. Das ist nämlich auch eine Sache. Also ich war mit ungetaktet und so, weil das ist ja rein mechanisch, ein bisschen ambivalent in der Erwartungshaltung, weil ungetaktet kannte ich bisher nur von meinen allerersten Akkus. Das waren so 306er Pseudo Pyros, die hatten 90 mAh. Den konnte man wirklich fast bei jedem Zug fühlen, wie die schwächer wurden. Aber ja, wie gesagt, man dampft die Dinger 3 Tage und merkt keinen wirklichen Unterschied, weil die so langsam erst in der Leistung einbrechen, dass ja, man es gar nicht wirklich mitbekommt. Ja. Dementsprechend ist das fast wie getaktet Dampfen. Ja, auf den 2 18650ern betreibe ich dann ein Cisco 901 mit 4 Ohm und halt dann die Vapemate drauf. Mag jetzt rein optisch nicht jedem so zusagen, die mögen lieber, ich sag mal, wie beim No-Man den großen Tank oder so darunter. Ich muss sagen, mir Wurst. Dieses Setup ist einfach das, wie ich es liebe und wie ich es auch beibehalten werde. Also alle Selbstwickelverdampfer und sowas habe ich mittlerweile bei mir eingemottet, weil so schön wie die Ciscos oder Bowie-Verdampfer oder sowas kriege ich keinen Verdampfer bisher gewickelt, also nicht beim Ansatz. Und jedes Mal, wenn ich die dann dampfe, habe ich das Gefühl, da fehlt doch irgendwie was. Ja, und sorry, bei ungefähr 5 Euro der Verdampfer breche ich jetzt auch nicht gerade in Tränen aus, wenn mal einer hops geht. Ich habe die Nummer 23, die habe ich mir extra beim Dirk reservieren lassen,
weil die 23, ja, sagen wir Glückszahl, oder sagen wir, die 23 hat für mich eine gewisse persönliche Bedeutung. Hat er mir auch gemacht und hat mir auch, muss ich sagen, sehr beim Zoll geholfen, die mir doch mit Rechnungen und allem möglichen Gedöne da ziemlich auf Keks gingen und die also auch absolut nicht rausrücken wollten, das Paket. Aber jetzt ist es bei mir und da danke ich dir nochmal, Velvet, für die Hilfe. Das hat ja dann doch eins angeklappt nachher. An sich die Verarbeitung, wie gesagt, hatte ich ja vorher auch schon angedeutet, sehr gut. Wie gesagt, auch im CNC gefrästen Bauteil. Ich habe eine jetzt mit Satin Finish. Ja, also so ein bisschen nicht ganz Hochglanz, sondern eher so seidenmatt. Und ich muss sagen, die Entscheidung bereue ich nicht. Ist halt nicht so ein ganz so schlimmer Fingerabdruckmagnet. Finde ich, ist ein schickes Teil. Jetzt kommen wir aber zum Teil, was auch noch im Titel des Videos steht, denn ich habe ein winziges Problem an diesem Congestus. Der hat einmal Flugrost abbekommen. Und zwar hier in dieser langen Extension. Ich werde gar nicht erst versuchen, das irgendwie so zu halten, dass ihr das im Video seht. Ich blende euch jetzt zwei Bilder ein. Und zwar von diesen Roststellen, die habe ich auch dem Dirk so geschickt. Liegt wohl daran, dass die Feder, die hier im Taster drin ist, die hat leicht gerostet. Und irgendwie hat sich ein Rostkrümelchen davon hier in der Extension festgesetzt. Ist da liegen geblieben und hat da seinen Rost drauf gemacht. Und zwar kann auch Edelstahl rosten, wenn da Rostkrüm oder rostiges Eisen draufkommt und da liegen bleibt. Ja, das frisst dann an dem einen Punkt, frisst sich der Rost dann in das Edelstahl rein. Eigentlich muss ich sagen, hat Velvet für den Congestus wirklich hochwertigen Stahl ausgewählt, weil selbst hier rostet der kaum weiter. Der ist also sehr unfällig gegen Rost. Aber wie gesagt, diese kleinen, zwei kleinen Punkte gibt es jetzt da drauf. Und da das hier nicht der einzige Edelstahl-Mod ist, den es gibt, möchte ich euch mal zeigen, wie man so kleine Roststellen entfernt. Und zwar brauchen wir dafür Folgendes: Edelstahlreiniger. Ja, für so kleine Stellen reicht das. Trotzdem, auch wenn der Edelstahlreiniger draufsteht, ja, das enthält 25% Phosphorsäure, andere organische Säuren, anionische Tenside und so weiter und so fort. Ist also nichts für ja, die morgendliche Zahnspülung. Dementsprechend ein paar Handschuhe. Und ein bisschen Wasser zum Abspülen. Wäre das jetzt schlimmer, ja, oder großflächiger, intensiver, bräuchte man Beizer. Das Zeug kann man dann nur noch mit Atemmaske verwenden. Weil das frisst dann wirklich sämtlichen Dreck vom Edelstahl runter. Und das, ja, wie gesagt, gut belüftete Räume und trotzdem noch Atemschutz und sowas habe ich auch alles schon hinter mir. Für Kühlwasserfilter haben wir das damals verwendet auf der Arbeit. Ja, waren dann so lange, 1,5 Meter lange Edelstahl-Siebe, die mussten dann damit gereinigt werden. So, und dann gehen wir mal in medias res. Wir nehmen einen Pinsel. So, und dann tun wir etwas von dem Reiniger da drauf. So. Suchen die Schadstellen. Da ist die erste. So, tragen das dünn auf. Drehen das weiter. Bis zur zweiten. Noch da. Einfach mal dünn auftragen. So, dann lassen wir das winzig Moment reagieren. Das Zeug kann man auch für Buntmetalle verwenden.
Dann muss man es aber ganz fix wieder abspülen. So, jetzt mit dem behandschuhten Finger einfach nochmal ein bisschen drüber reiben. Dann sieht man auch schon an einer Stelle, ist genau der Schwan gelandet. Da ist der Rost schon ein bisschen das Material eingedrungen. Da reiben wir jetzt einfach mit so einem fusselfreien Tuch drüber. Und schon sieht man, dass der Edelstahl wieder komplett rostfrei ist. So. Gut, nochmal drüber. Ich habe nicht gehalten. Wie gesagt, ich würde es euch ja gerne mitzeigen, aber das sind so kleine Roststellen gewesen. Die sieht man wahrscheinlich in dem Video überhaupt nicht. So. Alles weg, alles gut. So, und dann einmal abwaschen. So. Und damit ist dann der Congestus rostfrei. Und das würde halt dann auch mit sämtlichen anderen Edelstahlflächen gehen. Andere Beispiele für solche betroffenen Edelstahlflächen sind häufig in der Küche zu finden. Spülen, Abdeckungen sind ja häufig auch aus Edelstahl. Wenn da mal so ein alter Abrazzo Stahlwollenpad vor sich hin rostet, dann hat man ganz fix den Rost auch auf der Edelstahlküche. Ja, und so kriegt man den weg, wenn man es schnell angeht. Wenn man zu lange wartet, wie gesagt, hilft nur noch Beizer. Und das wird auch häufig nicht an Privatpersonen verkauft, zumindest nicht ohne Giftstoffschein, denn den musste ich damals auch präsentieren, als wir das Zeug bestellt haben für die Arbeit. So, ansonsten zu der Verarbeitung, hatte ja Philgo schon gesagt, absolut sauber. Absolut qualitativ hochwertig. Man merkt richtig, dass Velvet da absolut kompromisslos war, was das angeht. Hatte auch gesagt, als ich ihm gesagt habe, hör mal, die Feder vom Taster hat gerostet. Gesagt, ja gut, dann ist dieser Lieferant auch Geschichte. Ja, er würde sich da jetzt einen neuen suchen, weil das würde er nicht akzeptieren. Ich kann nur noch mal sagen, ich bin begeistert von dem Gerät. Mir ist das Ding natürlich auch schon mal wieder runtergefallen. Schön auf die Straße. Ja, ich habe ihn aufgehoben, eben mal kurz drüber gewischt und dann die Behörden über das neu entstandene Schlagloch in der Straße informiert. Nein, Scherz. War natürlich kein Schlagloch in der Straße, aber dem Congestus ist halt auch nichts passiert. Das hört sich nur immer lustig an, wenn der wirklich auf den Boden kracht. Ja, das kriegt man mit. Blieb mir eigentlich nur als Fazit zu sagen, das Ding ist um einiges leichter, als ich mir überhaupt hätte vorstellen können. Ich dachte schon so, okay, jetzt hast du Handeltraining dabei, aber mal jetzt ehrlich, so viel schwerer als 18650er Mods ist das Ding auch nicht. Was mich dazu bringt zu sagen, okay, wenn ich mir nochmal einen neuen Akkuträger hole, dann nur noch für 26er Akkus, am besten 26650er. Da gibt es ja zumindest in den USA schon mal wieder welche und Velvet hat ja auch schon mal so ein bisschen was gemunkelt von einer V2 oder sowas. Werden wir sehen. Und vielleicht kommt ja auch irgendwann der eine oder andere Chinese auf die Idee, so ein Ding mal zu bauen. Vielleicht mal dampfen. Also zur Info, den habe ich Montagmorgen neu geladen und heute haben wir Mittwoch. Ja, also er dampft und dampft und dampft und dampft. Ja, kommen wir zu dem Ende von dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich und ehrfürchtig bei Velvet Cloud,
dafür, dass er allen den Stress auf sich genommen hat, uns allen die Möglichkeit zu geben, an seiner Freude am Congestus teilhaben zu können. Der war wirklich jeden einzelnen Euro wert. Und wie gesagt, wenn ihr mal irgendwie Schwierigkeiten habt mit Rost auf Edelstahl, sei es am Mod, sei es an weiß was ich, denkt immer dran, Edelstahlreiniger und die ganze Sache sieht wieder anders aus. Abschleifen bringt meistens gar nichts. Ja, also da muss man schon mit der Chemiekeule ran. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, das nächste Video fertig zu machen. Ich habe nämlich schon mal mit einem wieder angefangen. Sobald ich es irgendwann mal fertig habe, werde ich es natürlich auch online stellen. Kann sich nur um Jahre handeln. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal dafür, dass es bei mir halt immer so lange Perioden ohne irgendetwas Neues gibt, aber ich habe halt seit August einen neuen Job und Halleluja. Habe nie gedacht, dass der so zeitintensiv wird, wie er sich jetzt mittlerweile rausstellt. Wie gesagt, ich tue mein Bestes und bis dahin, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, wir schütteln uns ein Gaskerwind, doch weiter nichts trotz alledem.